Servus Leute, willkommen zurück zur nächsten kurzen Aufnahmesession von mir bei The Elder Scrolls. Und ich frag die jetzt einfach mal. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Und ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Warte mal, was passiert jetzt, wenn ich... Warte, ich will das mal testen. Was denkt ihr, was ihr da macht? Denkt nicht mal im Traum daran. Okay. Ich habe gesehen, wie ihr das gestohlen habt. Hat die Chance gegen mich? Kann ich das töten? Oder brauche ich die nochmal wieder? Was? Weg? Okay. Aber das ruckelt gerade ziemlich krass. Langbogen. Reingucken, aber da dürfte eigentlich nichts mehr drin sein. Nee, Bogen. Das ist die gleiche Mist. Nein. Ach ja, ist das schön. Einfach mal wieder ein bisschen aufzunehmen und. Nein, das war ja nichts. Sonstiges. Das habe ich mir schon gedacht. Oh! So, neue Stufe. Und ich pimp erstmal. Ich weiß, wie das geht. Meine Gesundheit. Ich könnte jetzt zwar schon einen Skillpunkt verlegen, aber warte, kann ich, soll ich das machen? Nicht Zerstörung. Taschenhändchen, schnelles Klacken, nein. Schleichen. Was ist denn das erste? Blattschuss. Meuchelklinge, ich glaube, das, was ich brauche. Nein, nein. Ja. Schleiche mit euch nur so eine 15-fache. Okay, das heißt, ich muss schleichen, pimpen. Aber jetzt. Echt Rüstung einhändig. Machen wir erstmal einhändig. Ja, also, ich wollte das hier noch erkunden und dann wollte ich zu Flusswald gehen. Gib es doch gar nicht, bin ich schon wieder falsch. Das tut mir echt leid, ich wollte eigentlich dich nicht töten. Tritt es eigentlich... Ja, ich weiß, was die Weltkarte ist. Darüber. Ist da irgendwie so ein... Sneaky Path. Hier zeigt es mir echt, ja... bisschen den Weg an. Ich, nein. Das, oh, ich will mich jetzt aber nicht... zu lang damit aufhalten, da so einen dummen Weg zu finden. Komm, ich bin da jetzt nah genug ran, oder? Zack, dass ich das dämliche Hügelgrab hier gefunden habe. Komm. Okay, okay, komm, komm. Das schaffen wir, komm. Jetzt! Okay, 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 ganz cool. Da drüben muss irgendwo ein Weg sein. Ja, Mann. Okay, ich hätte auch den Ölstoff. Was seid ihr hier? Ja. Bogenschütze? Gold dabei? Gold, Dietrich, brauche ich nicht. Ich weiß nicht, normal gelten Dolche eigentlich auch als einhändig. Was wollt ihr machen, hä? Was wollt ihr machen? Ja, was wollt ihr machen? Hä, läuft!
Dann so. Okay, irgendwo gibt es hier einen legalen Weg, genauer. Den habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Also ihr müsst damit klarkommen, das ist so eine Ader, genau. Oder kein so ein Gitter. Ihr müsst damit klarkommen, dass ich halt ab und zu Bugs habe in einem Spiel. Ich weiß, ich kann das nicht ausschalten. Ich werde versuchen, einfach dann Aufnahme weiter, also neu zu starten. Dann nicht zu viel weiter zu spielen. Aber manchmal, da kann ich dann halt einfach nicht stoppen, weil manchmal ist es so, dass im Kämpfen einfach nicht. Ja, da will es einfach manchmal nicht. Muss ich durchs Haupttor? Ich glaube, ich muss durchs Haupttor. Deswegen gehe ich mal außen rum. Ich glaube, die begrüßen mich da oder irgendwie so. So. Naja, ich schaue ganz kaiserlicher Soldat. Das sollte man doch hier. Willkommen. So. Neuen Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, schaut doch mal bei Mord vorbei. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Natürlich. Nehmt euch, was ihr braucht. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Dietrich, Paul, zwei gesunde. Ja, das ist jetzt. Das kann ich mitnehmen. Ist jetzt nicht so, dass. Was? Ein Drache in Helden? Ja. Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter, von Süden kommend. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Ein Drache. Hier in Himmelsrand. Was ist nur los mit dieser Welt? Erst der Krieg, jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Es laggt. Ich glaube, mein PC arbeitet auch gerade im Hintergrund. Hört man vielleicht so. Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast. Okay. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen. Dann könnt ihr uns erzählen. Guter Hund. Jetzt weiß ich nicht, ob ich. Ich glaube, warte mal. Check, ob es bei einhändig auch irgendwie so Dolch gibt. Messel, Krieg. Knochen war hier klar. Wichtige Angriffe mit zwei. Nein, das will ich doch gar nicht. Okay, nee, ich glaube Dolche zählen als Einhandwaffe. Also es ist schon ewig her, dass ich Skyrim gespielt habe und ich finde die Landschaft einfach so gut gelungen. Da geht's nach Markart, nach Windhelm und Weißlauf, Whiterun, aber das ist hier Riverwood. Ist halt alles auf Englisch. Haben sich nicht die Mühe gemacht, auf Deutsch zu übersetzen. Ach je. Yeah. Ich folge einfach mal hier dem gemütlichen Pfade. So, erstmal richtig hinsetzen. Ich werde hier bestimmt wieder von Wölfen überfallen, die mir Ultra-Damage machen. Und ja, ich sehe hier voraus gleich eine Hütte. Da im Hintergrund auch ein. Ja, das ist Weißlauf schon. Ich höre euch da schon. Ach da. Jemand muss dir helfen.
Schöne Stadt. Wunderbar. Ich erkunde hier gleich mal die ganzen Sachen, die es hier zu finden gibt, weil dann kann ich da immer schnell hinreisen und das ist. Doch, das ist so. So wertvoll einfach nur. Oh, ich muss auf jeden Fall hier. Das müsste die Honigbrauerei sein. Ja, genau. Da werde ich auf jeden Fall mal später noch hingehen, weil die Quest ist. Weiß nicht mehr, für welche gilt immer. Oder halt für welchen Abschnitt man das braucht, aber ist wichtig. So viel steht fest. Denn die Stelle müssten da sein. Aber ich gehe jetzt hier erstmal in die. Okay, jetzt was das ist, weiß ich nicht. Aber das könnte auch. Ne, könnte das die Stelle sein? Ne, Stelle ist halt. Pille, geh auf. Aber hier passiert auch irgendwas. Die hier, das sind die Gefährten. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Mm-mm. Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit... Der Alte hat gute Menschen. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach Jovaska, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch... Ja, also die Gefährten werde ich definitiv mal machen. Finde ich cool. Aber ich bin nicht sehr angetan von dem Gedanken. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Ja, du bist ein Pferd. Aber ich weiß, welches Pferd ich mir hole. Das hat sich bestimmt jeder geholt. Morgen. Welche Tageszeit haben wir? Da ist auch nochmal irgendein Hügelgrab. Aber ich glaube, das war das, wo ich gefunden habe. So. Ja, am Anfang ist es natürlich ein bisschen viel langweilig, weil man einfach nur doof in der Gegend rumläuft. Aber ich werde versuchen, immer ein bisschen Action reinzubringen. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit Am... Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Mach auf. Sollte sich ein... Boah, ich sehe hier gerade auf meinem Handy, ich nehme schon wieder 13 Minuten auf. Das ist so heftig her, wie die Zeit verfliegt und mein Internet ist einfach so langsam. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich Leon mal ein paar Folgen mitgeben, dass der die dann hochprügelt, weil ich habe hier vor ein bisschen... Es wird auf jeden Fall zwangsläufig ein bisschen mehr als... Wir zahlen jeden Preis, aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Kampfgeborener, gebt mir euer Geld. Ich habe kein Geld. Ihr solltet mir jetzt am besten 5 Septime geben. Ah, da kriegt man auch Quests. Überall Quests. Quests, Quests, Quests. Ich will aber keine Quests machen. Nicht als Gott, sondern als Mensch. Shit. Ach, fake. Lasst mich euch die Macht von Talos Sturmkrone zeigen. Gib mir mal einen Segen von Talos. Wo mein Atem der lange Wind. Ich mag den Talos-Segen. Ich mag auch Weißdorf. Weißdorf ist eine geile Stadt. Yay, da bist du. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufnehmen kann. Aber so in zwei ordentliche Parts, so eine halbe Stunde oder so. Weil ich bin. Wir haben gerade unter der Woche. Und ja, da habe ich ein bisschen was zu tun. Schule und so. Aber das durfte eigentlich kein Problem sein. Dann muss ich aber noch ein paar Folgen hochladen. Deswegen. Ja. Was soll ich sonst machen? Gar nichts. Hallo. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrouf empfängt keine Besucher. Ich bin der Ansicht, das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ja. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit.
Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist den Helgen passiert? Ja, der Drache hat Helgen so schön, das letzte, was ich sah, war, dass diese Richtung davon. Bei Ismir. Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Wenn dieser Drache sich in den wird das Bergen als Provokation verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Ja, ja. Irelit, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Mit Banditen komme ja, ich gut zurecht. Ja, mein Jarl. Drachen? Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für... Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesem Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen... Hm? Was? Wie? Ihr meint, ihr könnt mir helfen? Das glaube ich. Ihr findet den Jarl in der großen Halle, wo er vermutlich auf seinem Thron sitzt. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit Besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet. Ihr kommt gleich zur Sache, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Das hat momentan Vorrang. Alles, was wir verwenden können. Also ich werde jetzt hier die Gespräche ein bisschen abkürzen, weil das ist echt so. Ich finde das immer so langweilig. Ihr könnt ja unten schon kurz Pause drücken, steht ja alles im Subtitles, im Untertitel. Steht da alles dran, weil ich will heute in der Folge noch ein bisschen was hinkriegen und nicht einfach nur da durch die Gegend geistern. Wenn ich das jetzt mal. Komm, lad. So groß ist gar nicht. Wo muss ich hin? Also es war gut, dass ich da gleich hingehe. Also ich persönlich finde es ja draußen hier in der frischen Luft viel schöner als in diesen verkackten Kammern. Das sieht jetzt zum Beispiel Loki nicht so. Der findet die Kammern immer und dieses Runterlaufen immer das Geilste. Aber ich finde es nicht so mega Burner. So, ich werde jetzt erstmal ein bisschen in Schleichen trainieren. Dass ich abwechselnd Schleichen und Einhaft hochkriege. Weil ich will ja, dass dann mein Dolch so richtig derben Damage austeilt. Ich merke schon, das ladet verdammt lang mit Aufnahme, aber das denke ich geht klar. Oh, erstmal strecken. So, regnet draußen. Ich hoffe, das ladet, weil ich habe ab und zu Ladebugs und ich hätte jetzt. Kein Bock. So sieht es aus. Hier müssten ganz viele Leute sein. Stahlschwarz. Nicht zurückkommt? Ich will meinen Anteil an der Klaue. Schade.
Mal nehme ich dich hier aus. Gold und nur Shit. Dietrich Gold. Oh, richtig hart. Auch richtig hart. Zaubertränke nehme ich an sich. Dort kann ich schaden. Ich spiele nicht so gern mit Bogen. So. Vielleicht kann ich auch mit. Ich weiß nicht, ob ich mit, dann mit Doppeldolch oder so kämpfen soll. Oder mit einem Dolch. Da haben wir ja dann Zeit. Hier liegt eine andauernd tote Skeva rum. Speichern wir. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Genug! Das reicht! Fackel kann man nur machen. Schlange, Delfin. Drei Symbole. Schlange, Delfin. Machen wir mal. Schlange, Delfin und Adler. Oh, Moment. Okay, das war nicht richtig und ich. Entschuldigung, ich musste mich gerade. Ah, hier ist mal. Schlange, Schlange. Der wird auch schon schlecht, ist der Film, in den ich kurz reingeschaut habe. Das blöder Wichser. Nicht schon wieder! Hilfe! Scheißdreck. Ah! Tötet es! Tötet es! Komm! Ah, tötet es! Tötet es! Also man sollte hier. Haltet es von mir fern! Helft mir loszuwerden! Helft mir! Hier drüben! Es lockert sich. Ich kann es spüren. Ist das schon? So. Nochmal stammelt der irgendwie Scheiße, dass er dich retten will. Und dann will er dich gar nicht retten. Und dann
sagt ihm, dass es ihm leid tut und dass er ein kleiner Mongo ist. Aber wir trauen ihn natürlich nicht. Grissen. Da war's drin. Nein. Ach ja, nochmal speichern. Kein Bock nochmal gegen das Vieh zu kämpfen. Boah, Draugen. Ich bin auch so schlecht. Alter! Ja! Das nenne ich den Wallbanger. Der da steht auf. Aber ich was wert, kann ich vielleicht verschaffen. Der ist auf jeden Fall schon kalt. Oh, doch nicht. Erstmal eine Stufe upgrade, so. Machen wir zweimal an der Gesundheit. Einheine und dann noch Schleichen erstmal. Magier machen. Du bist doch auch wieder einer, ich kenne dich doch. Oh yeah. Aber jetzt muss ich doch mal Magie kurz dann einsetzen. Lol, mach mir keine Angst. Alles mit. Vielleicht brauche ich irgendwann einen Pfeil. Schimmerplätze. Ja, was machen wir jetzt? Ach scheiße, schon 30 Minuten. Ach, wisst ihr was, ich ziehe den Part dann einfach.
ziehe den einfach drei Parts lang. Ich wollte eigentlich nur einen Doppelpart machen, aber das macht nichts. Ich bin gerade so weit drin, dass ich sagen kann, das lohnt sich schon für drei Minuten, weil ich sehe gerade schon, ich nehme ein bisschen weniger. Oh, sieht aus wie eine Frau. Ui. Nein. Yay! Stufe 3! Oh, erstmal wieder Finger entspannen. Kopf links, Kopf rechts, Kopf runter, hoch. So. Ja, dann dürfte sich eigentlich nicht mehr viel aufhalten. Wenn, dann hat sich so. Okay, da ist auf jeden Fall noch was. Was? Einsetzen, aber das bringt hier nichts. So, finally. Sonstiges. Gar nicht klar, ey. Sascha. Was? Bär, Vogeleule. Oben ist Bär, hier ist Schmetterling. Wie viel hat der? 13. Der hat 2. Einfach die ganze Zeit so hin. Der kann nichts machen. Ah, er hat ja diesen. Hier ist dieses. Geil,
wir uns alles für den Weg hätten sparen können, wenn wir einfach da oben rumgehen. Aber das ist ja immer so. Statt für eine Höhle. Nicht die schon? Wahrscheinlich schon Höhle. Ich stehe da oben irgendwo am Berg. Und dann finde ich hier sowieso nicht mehr. Doch. Südlicher Bruchbeinpass. Schön. Schön. So, jetzt gehen wir noch die Quest ab. Und das war's dann auch schon für meine kurze Aufnahmesession von ein bisschen mehr als 36 Minuten. Ja, also ich muss mir hier so einen Wecker stellen, weil sonst komme ich nicht mehr aus dem Skyrim-Zocken raus, weil Skyrim ist schon verdammt geil und ich bin auch manchmal echt so 3-4 Stunden lang dran gesessen und gedacht, was ist da los? Draußen dunkel und da war es Sommer. Weil jetzt ist es nicht mehr so schlimm bei mir im Winter. Ja. So. Komm schon, ich will jetzt hier noch ein schönes Endbild haben. Ja, Regen, so wie bei uns. Das ist nicht so fein. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Ich könnte es auch im Sprung so zurückgehen. Braucht ihr ein neues Schwert? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Nein. Schon ziemlich fett. Wir müssen nur noch was Geiles sehen. Also dann, Leute, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir hier die Quest dann abgeben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich speichere hier noch Schuss, vergesse ich das. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Skyrim. Haut raus!